Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Project Unstable. Mit dabei sind der Eddie und der Schnauzer. Grüß euch. Und ich bin endlich mal wieder am Start, nachdem es mich am Montag vor Weihnachten völlig mit Erkältung da niedergelegt hat. Darum war in letzter Zeit etwas weniger auf dem Kanal los. Aber jetzt bin ich wieder so halbwegs am Damm. Yay! Yippie! Freunde! So, was habe ich vorbereitet? Ich habe mal angepflanzt wie so ein Oberbauer. Also ich habe jetzt den grünen Daumen des ultimativen Anpflanzens mindestens erfarmt. Okay. Nacht, nix gut. Nacht sehr gut. Nein, besonders wenn der Blood Moon wieder risen will. Was ist gestern mal passiert gewesen? War Purple und ich da. Dann bin also ich vom Server gegangen, dann konnten sie mich mal, die ganzen Viecher. Na, ich habe jetzt eigentlich von 5% auf 1% hatte ich runtergestellt. Dann hieß es aber, es ist immer noch so viel. Jetzt habe ich auf 0,5% runtergestellt. Mal gucken, ob das besser ist. Was habt ihr wo runtergestellt? Achso. Was ist, Eddie? Was habt ihr wo runtergestellt? Blood Moon, hast du das schon mitgekriegt? Wenn alles rot wird, überall spawnen Monster und... Ja. Alles will dich töten. Okay. Zweimal. Ja, also wir haben da das letzte Mal dermaßen Tode gesammelt. Unglaublich. Was ich auch noch zwischendrin gemacht habe, ist, dass ich hier ein kleines Smeltery schnell aufgebaut habe. Da wollte ich euch das auch nicht mehr nochmal aufhalten. Wer sehen will, wie die gebaut wird, einfach in der Episode oder Staffel 1 mal reingucken. Da habe ich das nämlich auch gemacht und auch erklärt. Jetzt habe ich es einfach mal schnell hingestellt. So. Ach ja, meine erste funktionierende Weinfarm habe ich ja auch schon mal aufgebaut. Wie, was? Bei dir kann man sich besaufen? Ich komm mal. Gleich. Nee, es dauert noch ein bisschen. Ich bin jetzt nämlich dann dabei. In dieser Folge möchte ich nämlich ein bisschen besseres Essen machen. Da habe ich an ein paar Cheeseburgers gedacht. Sind ja, die Tomaten schon? Nee, Tomaten sind noch überhaupt nichts. Ja, für einen Cheeseburger brauchst du ja keine Tomaten. Nee, aber du kannst den dann zum ultimativen Cheeseburger machen. Hast du schon mal den... Also ist das der BLT, den du meinst? Hä? Warte mal. Gib mal ein BLT oder die Nummer 5913. Das Ding ist relativ einfach zu craften und gibt geil viel Hunger. Also so Balken, Keulen. Ja, das kommt in etwa zu dem hin, was ich machen wollte. Aber gib mal Burger ein. Dann kannst du rechts den Deluxe Cheese... Nee, was ist der? Doch, dieser Deluxe Cheeseburger ist das. Den hatte ich gedacht. Aber wahrscheinlich wird es auf dem Bacon Burger draus rauslaufen. Alter, was ist denn heute mit meiner Stimme los? Bzw. meine Sprache, voll der Hirnbug. Oh Mann. Ja, Burger sind schon so episch. So, fangen wir mal an. Zum allererst braucht man einen Presser. Dann kann man mit Soja, als Zucchini. Ach nee, hey, habe ich alle Sojabohnen verarbeitet, hab nur noch ein paar im Inventar. Kann man hier in den Presser reinschmeißen, dann bekommt man Sojamilch raus. Wenn man die Sojamilch nochmal reinschmeißt, bekommt man so wabbeliges Tofu raus. Und na, wenn man das nochmal reinschmeißt, kriegt man dann gutes Tofu. Und das Geile an Tofu ist es damals, dass man damit alle möglichen Fleischsorten ersetzen kann. So, und wir nehmen uns jetzt mal einen Pott mit. Und ein Eimer. Wir brauchen nämlich auch noch Salz, um für den Cheeseburger den Cheese zu machen. Dementsprechend kann man sich das Salz nicht nur in einer Mine holen. Oh, sorry. Noch ein bisschen verschleimt heute. Voll eklig. Sondern man kann hier Wasser und Potten mischen, dann kriegt man ein Salt. Nein, bleib da. Man kann es auch irgendwie automatisieren, aber in meinen scheiß Baum kriege ich nicht allzu viele Maschinen rein. Da muss ich mir eh nochmal was überlegen. So, wie viele machen wir mal? 4 Stück insgesamt.
Jo, erzähl mir, was macht denn ihr eigentlich so? Also ich... Ja, okay, Eddie. Ruhig, Eddie, also. Ich baller gerade Erze durch den... durch die Segner. Und ich fange gerade an, dass ich mit Industrial Craft mir die ersten Maschinenteile baue. Ah, okay. Ich muss jetzt dann, wenn ich hier mit Pam's Harvest Craft mal meine Nahrungsmittelversorgung sichergestellt habe, auch mal in die ersten Strommaschinen investieren. So, jetzt wartet mal. Wir wollen erstmal einen normalen Hamburger machen. Dafür brauchen wir Toast, eine Pfanne, Skillet. Das ist eine Pfanne, sieht mindestens so aus. Und Tofu. So, wir haben nämlich schon zwei Burger. Dann machen wir jetzt nochmal zwei. Das heißt, wir brauchen zweimal Toast. Toast bekommt man ganz einfach, indem man ganz normales Brot, so wie dieses hier. Können wir mal machen, weil es allzu viel habe ich nicht mehr. Nochmal durch den Ofen schiebt. Okay, das wird jetzt verschwendet, wenn ich eine Kohle wegen zweiter verschwenden würde. Verschwendung! Nein! Aber es würde funktionieren, wenn man das einfach nochmal braten würde. Dann hat man Toast, dann machen wir uns ein bisschen Tofu. Das heißt, die Sojamilch nochmal in den Presser rein. Kann man den Presser irgendwie schneller machen? Nein. Nein. Nee. Jawohl, das Ding ist eh eigentlich irgendwie ein bisschen episch, weil du kannst mit einer Pflanze alles Mögliche an Fleisch ersetzen. Das ist super, ja. Nicht, dass ich kein Fleisch mögen würde, aber hier die komplette Umgebung von Schweinen und Kühen zu säubern, habe ich irgendwie auch keine Lust drauf. Mach dir halt eine Viehzucht. Dann bist du nicht ein richtiger Bauer. Ja, wird wahrscheinlich noch irgendwann kommen. So, für den Hamburger, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Perfekt. Die Pfanne müssen wir noch rausholen oder das Skillet. Irgendeine besondere Pfanne, weil Pfanne ist ja eigentlich Pan einfach. Holy shit. Meine Segmel rastet gerade aus. Innerhalb von einer Sekunde hat die 5 Copper-Ohr durchgejagt. Okay. Und klein gehäckselt. Sei froh. Was? Wie? So. Ich habe Angst. Für den Käse, während Schnauzer sich gerade in sein Höschen pinkelt, nehmen wir ganz einfach einen Pott, ein bisschen Salz und 4 von den Sojamilchs. Mischen das Ding durch und schmeißen das Ganze in den Burger rein, dann haben wir einen Cheeseburger. So, dann brauchen wir einen Bacon Cheeseburger, das heißt, wir mischen den Cheeseburger nochmal mit 4 Tofus. Nein, es müssen 4 Tofus sterben. Nein, Tofu. Eine Schweigeminute für die 4 kleinen Tofus. Zu spät. Was macht unten eigentlich meine Netherfarm? Netherwarzenfarm. Die Netherwarzen und den, schönen, verlangsamenden Soul Sand habe ich mir von Schnauzer farmen müssen, weil unser Netherportal so beschissen platziert ist, dass da nichts in der Nähe ist, was brauchbar wäre. Außer der Tod. Der ist häufig. Da kommen nämlich so kleine Riesenflöhe, die schon aus, ja wie Flöhe einfach, nennen sich Darklings und die haben eine so beschissene Hitbox, dass die knuspern dir den großen Zeh weg, bis du überhaupt checkst, wo die sind und dann triffst du sie nicht. Nervt. Das trifft's in etwa. Ja. Ein paar gefüllte Eggplant, Auberginen habe ich auch. Aber die sind irgendwie, naja, bringen uns nicht so. Dafür braucht man dafür bloß eine Aubergine und einen, oh, wie heißt das Ding auf Deutsch? Knoblauch, genau. Ach toll. So, warte mal, genau. Also belegen wir unseren Tofu-Burger mit Tofu. Um einen tofuerigeren Burger zu bekommen. So, und diesen Bacon Cheeseburger können wir jetzt noch mit 4 beliebigen Pilzen belegen. Wir haben mal die hier, die wir gerade haben. 1, 2, 3, 4. Und haben dann einen Bacon Mushroom Burger, der richtig ordentlich heilt. 5 Keulen und eine ewige Anzahl an Bonuskeulen für die Regeneration. So, was steht als nächstes an? Essig!
Nachdem uns diese blöden Mistviecher beim Blood Moon unsere komplette Anlage für Wein weggesprengt haben, dürfen wir es jetzt nochmal neu aufbauen. Habe ich eine Axt? Nö. Scheiße. Nee. So, also brauchen wir einmal die Fruit Press. Habe ich denn die versteckt? Bin ich da? Nee. Hä? Also. So, Fruit Press mal hingestellt. Dann brauchen wir noch einen Schalter. Den man natürlich wieder nicht an Leaves setzen kann. Ja, perfekt. So, da kommen jetzt mal ein paar Grapes rein. Aktivieren das Ganze, genau. Was ich nicht weiß, ist, ob das auch mit diesen hellen Grapes funktioniert, weil die dunklen Grapes kriegt man aus der... Sieht man die von hier oben, die Pflanze? Nee. Aus der, die oben die Seile braucht, um sich ausbreiten zu können. Also die da. Sticky Situation. Ui. Und die anderen Grapes bekommt man aus so einer Pflanze, die im Boden rumsteht. Wo ist denn da mal eine Mustard Seed? Senf? Ah, Kaffee. Boah, ein Kaffee. Verdammt, jetzt habe ich Durst. Menno, ich muss noch einen Kaffee machen. Auch gerade, ne? Ich bin gerade am Burger craften wie ein Blöder und krieg Hunger wie die Sau. Da muss ich direkt was essen. Ja, Klassiker. Ja, wo ist denn jetzt hier so eine... Naja, auf jeden Fall kann man die anderen Grapes, die hellen Grapes, am Boden pflanzen. Brauchen nicht so viel Platz, sind nicht so aufwendig, schauen aber auch nicht so schön aus. Jo, da mal mit. Also, wir haben jetzt 200 jungen Grape-Wein. Ist eigentlich schon Wein, die sind noch gar nicht fermentiert. Ist ja eigentlich noch Saft. Unlogisch! Grapes, das sind die da noch. Okay, dann probieren wir mal die hellen. Und mit den hellen geht's nicht, ne? Dachte ich mir. Server group revoked. Server group assigned. TF. Hör auf, meinen TeamSpeak-Account zu misshandeln. Ich war das nicht. Du hast jetzt die Gruppe der einzig wahre Cäsar. Ja. Ach ja, da fällt mir was ein. Ich muss ja hier oben noch Dingens hier. Wo ist meine Treppe? Da. Hier oben, es war ja in der Zwischenzeit Christmas, ne? Und da waren lustige Christmas-Elfen hier unterwegs und haben meinen kompletten Baum mit Christmas-Leaves zugeschissen. Und zudem, die Rache wird mein sein, hat mir Purple wen gebracht? Richtig, Brutus, die Drecksau. Und... Hier waren noch schöne lustige Sachen drin, die hat man mit dem Christmas Book bekommen. Und etwas, was mir Schnauze vorbeigebracht hat, was ich noch nicht geöffnet habe, was wir jetzt zusammen tun werden. Hooray! Das soll ich nicht mit Fäden in der Hand machen, weil sonst packe ich das Paket noch weiter ein. Moment, so. Dip, 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 dip. Eine komplette Rüssi. Schön. Mana-Stil. Alter. Zwei Diamanten und ein Tablet. Danke! Äußerst freundlich. Ja, ich habe einen relativ hohen Rüstungsverbrauch und, naja, schaut mir kurz meine Tode an. Die Mana-Rüstung hat halt den Vorteil, sie verbraucht nur Mana. Solange du Mana hast, kriegt sie keinen Damage. Fertig. Ja, das ist perfekt. Kann von euch noch Nacht. Jemand petten, pennen gehen? Ich bin gerade dabei. Wir sollen mal petten gehen. Ah, ja. Petting, was? Nein. Nein. Eddie, wo bist du denn? Lauf, Eddie. Lauf. Oh mein Gott. Ja. Oh Mann, ich hab keine... Okay, scheint ein normaler Zombie zu sein, den er da reingepackt hat als Brutus. So, wir spawnen, Brutus. Komm her mit meinem Rubinschwert. Da hilft ja dein komischer Griffel auch nichts mehr. So, für jeder, der in Geschichte unbewandert ist, der kann das jetzt mal schön googeln. Julius Caesar und Brutus. Eine wahre Love Story.
So. Warum wächst es so langsam? Ja. Ich glaube, ich hole mir da jetzt mal solche Sea Leaves, aber das ist nur eins. Solche Seerosenblätter, damit ich da nicht immer durch die Kürze durchwarten muss. Nur eins. Muss ich denn mal auf Suche gehen? Ja, und ich habe hier extrem viele von diesen Pams Harvestcraft Gardens gefunden. Kann ich euch dann mal... Warte mal, da vorne ist so ein Bärengarten. Zeige ich euch mal. Das Schöne daran ist, dass da sehr viele Früchte drin sind, verschiedenartige. Bei den Bärengärten sind entsprechend Bären drinnen. Waren doch hier irgendwo. Da. Dann gibt es noch Grout Gardens, da sind verschiedene Kürbispflanzen drinnen. Also Kürbisse, Zucchini und all solche komischen Sachen. Zucchini. Ich hasse Zucchini. Und was gibt's noch? Einen Grass Garden, da ist dann zum Beispiel Mais drin. Boah, da gab's doch noch mehr. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein paar Gärten habe ich gefunden und so weiter und so fort. So, nochmal 7 Grapes rein. Habe ich noch irgendwo Grapes? Does not look like that. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe meine Flaschen umgeschmissen. Oh nö, nee, wie kannst du nur? So, dann stellen wir mal so ein Fässchen auf. Fass. So, wie war ein Leben, muss man nämlich aus Wein Essig machen. Essig? Essig. Okay, Essig. Ohne Essig, Essig nicht. Muss man da nicht einfach... Ja, habe ich jetzt nochmal den Scheiß daraus gefüllt bekommen. Woraus? Discard? Aus der... Eisdreck. Aus der Fruit Press, oder muss ich die erst ausmachen? Mit dem Eimer. Glaube ich, oder? Ja, ich dachte auch. Also Rechtsklick mit dem Eimer drauf funktioniert nicht. Wie viel hast du drinne? 760. Oder muss die Eimer komplett voll 1000. Sein? Du brauchst 1000, um einen Eimer zu füllen. Was? Woche? Ich glaube, du kannst theoretisch auch mit Water Bottles machen. Also mit diesen Glasbottles machen. Da kriegst du, glaube ich, 333 oder so raus. Okay. Na, wir haben ja noch ein paar Grapes hier, ne? Aber liebe Freunde, das mache ich jetzt dann mal schnell off-cam, dass ich hier genug in das Fässchen reinfülle. Und dann sehen wir uns weiter, wenn wir hier schön mit Pams Harvestcraft weitermachen. Dann zeige ich euch noch die übrigen Utensilien, die man noch so braucht. Zum Beispiel einen Mixer oder eine Backform und so weiter und so fort. Und wir machen mit unserem Wein weiter, um Richtung Essig zu kommen. Zudem erkläre ich euch auch, warum ich die ganzen Walnüsse hier gepflanzt habe. Bis dahin, ciao! Ja, tschüss. Tschüss. Brav.